heute machen wir ein Schülerinterview. Das gab es natürlich früher in der Steinzeit nicht, weil man sich da nicht über Skype verständigen konnte. Und du bist die Virginie, ne? Habe ich das richtig? Virginie. Virginie? Ja. Sprich nochmal richtig aus. Virginie. So, Virginie. Und du gehörst zur deutschsprachigen Minderheit in Belgien, hast du gesagt. Ja. Was bedeutet das? Also in Belgien gibt es drei Sprachen, Deutsch, Flämisch und Französisch. Nur ein kleiner Teil spricht Deutsch und ich gehöre zu dem kleinen Teil hier, der Deutsch spricht. Und wofür sind deutschsprachige Menschen in Belgien bekannt? Für irgendwie Brot oder irgendwelche Gesänge oder sowas? Nee, eigentlich so wie die anderen auch. Für Schokolade ist das hier, glaube ich. Ich weiß es eigentlich gar nicht so. Sag mal bitte mal was Cooles auf Flämisch. Begrüß doch mal die Leute hier, die jetzt zugucken, auf Flämisch. Ich kann kein Flemisch, ich kann nur Und Deutsch. Französisch? Kann ich auch nicht. Ah. So, dafür ist die deutsche Minderheit in Belgien bekannt, dass sie kein Flämisch und kein Französisch kann. Und du bist in der 10. Klasse und musst ein Interview machen. Erklär mal kurz für die alten Menschen, wozu das dient, diese Interviews. Also wir müssen eine Berufsbeschreibung machen von dem Beruf, den wir später machen möchten oder in die Richtung gehen. Und da müssen wir halt jemanden aus dem Bereich, der da gut arbeitet, so interviewen und halt Fragen den Job stellen, um dann den Beruf meiner Klasse mehr vorzustellen. Und du willst gerne forensische Anthropologin werden. Wie kommst Genau. du denn da drauf? Hast du noch was gelesen in einem Krimi oder in einem Film gesehen? Oder wie Also kommst ich wollte schon immer in die Richtung Medizin und so gehen, wollte aber nie was mit lebenden Menschen du? machen. Ich war dann auch bei Körperwelten und habe mich dann halt eher dafür entschieden. Aber ich glaube, die Serie Bones hat mich komplett auf diese Schiene gebracht, Okay, dass ich verstehe. Und was machen die da in der Serie? Ich kenne die Serie nicht. also die finden halt Skelette oder Leichen und gucken halt, also warum sie gestorben sind, wer der Täter war und sowas. Und das interessiert mich halt. Okay, perfekt. Dann könntest du ja auch Fachärztin für Rechtsmedizin werden vielleicht, ne? Also nicht forensische Anthropologin, sondern vielleicht Rechtsmediziner. Naja, hast ja noch Zeit. Wie alt bist du? Ja, 15 Jahre alt. Ja, da hast du ja noch Zeit. Wie viele Schulklassen habt ihr denn? 12 oder 13? 12. Na, hast du nicht mehr so viel Zeit. Also gut. So, jetzt hab ich genug gequatscht. Das ist ja eigentlich dein Interview. Also du zeichnest es auch auf und schneidest das dann mit. Okay. Also als erstes wollte ich fragen, wie Sie auf die Idee gekommen sind, diesen Beruf auszuführen. Also ja. Ich bin da nur reingerutscht. Also ich habe einfach ein Praktikum mal gemacht im Institut für Rechtsmedizin in Köln und wollte genetische Fingerabdrücke lernen. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben bei der ganzen Sache. Also das war einfach Neugier und Interesse. Und ich wollte dann auch, also ich hätte jetzt auch Biologe werden können und keine Ahnung, Regenwürmer in Costa Rica untersuchen können, wirklich jetzt, also ist ernst gemeint, ne? Oder weiß ich nicht, Fledermäuse in Kanada oder Springschwänze in Afrika oder so. Also das war einfach so, dass ich das spannend fand. Das war eine neue Technik damals. Und dann auf den, ich, ach so, und ich bin schon ganz früh auf Kongresse gegangen. Netterweise hat mein damaliger Chef mir das erlaubt, der Leiter des Institutes und meine Chefin, die Leiterin unserer Abteilung. Und da hast du dann auch super viele spannende Sachen gesehen, die aus anderen Bereichen kamen. Also natürlich im Rechtsmedizinischen, erhängen, ertrinken, erwürgen, erdrosseln, weiß ich. Dann die ganze Spurenkunde bei Sexualdelikten, dann aber auch Verkehrsunfälle, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also wo stößt die Stoßstange an, wenn du als Fußgänger von einem, keine Ahnung, Audi so und so angefahren wirst und heutzutage von einem SUV, wo würden die Knochenbrüche wie verlaufen? Und ja, da bin ich einfach hängen geblieben. Okay. Hatten Sie es am Anfang sehr schwer in diesem Beruf? So generell. Schwer? Wie meinst du das? Also was meinst du mit schwer? Also ob Sie Schwierigkeiten hatten, diesen Beruf auszuführen, wegen irgendwas, was da. Sag mal ein Beispiel, weswegen, welche Art Schwierigkeiten du meinst. Also vielleicht wegen dem Geruch oder so, je nachdem, Ach was genau. so, nee, der Geruch ist eigentlich relativ interessant, weil das gibt dir ja Informationen über die Lagerung der Leiche oder manchmal auch die Zusammensetzung der Leiche, aber das ist eigentlich weniger wichtig. Also die Gerüche, am Anfang sind die sehr
ungewohnt, weil die Mischung ungewohnt ist. Aber wenn du dich mal drauf richtig besinnst, dann merkst du, dass das eigentlich Gerüche sind, die du kennst. Also meinetwegen ein schwefliger Geruch kann manchmal in so vermüllten Wohnungen natürlich auftreten. Okay, ist klar. Dann hast du aber auch so einen Geruch nach, wie so ganz dick wie Blumen, viel zu viele Blumen oder so, ja, die so verrotten. Oder der Geruch von so einem Lösungsmittel. Also das ist eigentlich eher interessant, besonders wenn du Leichen suchst. Manchmal finden die Hunde die Leichen nicht, dann kannst du auch mal selber versuchen zu riechen. Die Hunde riechen zwar besser, also die riechen viele tausend Male oder 10.000 Mal besser als wir, die Gerüche, aber manchmal sind die halt auf dem Boden und manchmal sind die auch nicht auf Leichen richtig trainiert, auf verfaulte, sondern auf, sagen wir mal, im Schnee verschüttete Leute oder sowas. Und dann kann das auch mal interessant sein. Das ist mittlerweile eine ganze Forschungsrichtung, diese Leichengerüche. Das ist seit ungefähr, ja, so 4, 5 Jahren oder 3, 4 Jahren wird das mehr untersucht. Und das ist ein richtig eigenes Forschungsfeld. Kannst du zum Beispiel auch machen. Also es ist das Gegenteil von eine Schwierigkeit. Also, oder sagen wir mal so, es ist wenn es eine Schwierigkeit ist, dann eine sehr interessante, von der es sich lohnt, sie zu untersuchen. Ja. Haben Sie so eine Lieblingserfahrung in Ihrem Job? Also, was Sie gerne nochmal machen möchten? Oder woran Sie sich gerne erinnern an diesem Job? Ja, also das, was ich besonders gerne mache, mache ich dann auch immer wieder. Also die Studierendentrainings sind super. Die haben wir teilweise, machen wir die im Labor. Das ist super klein hier. Da hocken dann alle total aufeinander. Die machen wir jetzt seit genau 20 Jahren, die Trainings. Also das ist sehr, also das mache ich sehr, sehr gerne. Da verdienst du natürlich keinen Cent, ne? Das ist ja nur Arbeit. Und früher haben wir das ganze Labor ins Institut für Zoologie der Uni Köln geschleppt und dann wieder zurückgeschleppt, weil wir da die Kurse gemacht haben. Jetzt machen wir es bei den Körperwelten, was du vorhin angesprochen hast, im Plastinarium in Guben. Das funktioniert dann ganz anders. Da können wir dann zwar an echte Leichen auch ran, aber die sind natürlich nicht verfault. Dann machen wir manchmal Trainings, wo wir die Tiere verfaulen lassen. Also dann nehmen wir irgendwas vom Tierarzt, irgendwelche Tiere, lassen die verfaulen und gucken, was da passiert. Und das ist jetzt mal ein Beispiel für Sachen, die super viel Spaß machen, die überhaupt nichts bringen. Das ist wirklich nur Arbeit ich zahle da mega drauf und so, aber das ist. Also das ist einfach super, weil also nicht nur die Fälle ändern sich. Also irgendwann kam zum Beispiel, weil wir gerade über Gerüche geredet haben, irgendwann kam der erste Studierende und hat gesagt, oh, Gerüche sind spannend. Nicht so, hä? Kann man die jetzt mittlerweile messen oder was? Ne, das wusste ich gar nicht in dem Moment. Oder sie kommen an mit einer neuen mathematischen Methode und sagen, hey, also so wie ihr die Wachstumskurve von den Maden berechnet, das kann man aber mittlerweile komplizierter, aber besser berechnen. Oder wir brauchen einfach super viele Leute für Blutspuren. Da musst du alles 10-mal wiederholen, da musst du Leute auf verschiedene Oberflächen nehmen und so. Da brauchst du einfach total viele Leute für. Das geht nicht anders. Und so passiert, also so ist das nicht eine Wiederholung dessen, was mir Spaß macht, sondern es ist, sagen wir mal, ich habe Spaß, was zu lernen von den anderen, die haben Spaß, was von mir zu lernen und so machen wir das dann. Das gilt für überall auf der Welt. Also dieses Jahr, also 2020, haben wir ja lauter Kongresse im Netz gemacht. Da habe ich dann zum Beispiel in Indien hat die Lucknow University eine Tagung gemacht und in Mexiko war eine Tagung von Ermittlern und Ermittlerinnen. Jetzt ist es ja Januar 2021 und im Februar 2021 ist die internationale Tagung der amerikanischen Gesellschaft für Rechtsmedizin und Kriminalistik. Und das ist auch total aufwendig und du musst was vorbereiten und es zahlt niemand. Du kriegst keinen Cent von niemandem dafür, ne? Also nicht wie so ein Ehrenamt, wo du dann trotzdem eine Gebühr bekommst, sondern du kriegst gar nichts. Nichts, absolut nichts. Und es ist alles deine ganze private Zeit, die da reinfließt oder dienstliche Zeit oder wie auch immer man das nennen will. Aber das macht einfach so viel Spaß, dann zu sehen, was die Kollegen im letzten Jahr gemacht haben. Und da könnte ich dir jetzt den restlichen Tag noch weitere Beispiele erzählen. Die Fälle sind natürlich auch alle total spannend. Okay, cool. Welche besonderen Kenntnisse braucht man für diesen Job? Für welchen? Generell in diesem Bereich. Aber meinst du jetzt forensische Anthropologie oder? Also generell in Rechtsmedizin und so. Ja, Rechtsmedizin, also das sind ja alles total verschiedene Berufe. Die Leute kennen sich auch eigentlich gar nicht. Also forensische Anthropologie, Rechtsmedizin und sagen wir mal naturwissenschaftliche Kriminalistik, was ich mache. Ich bin ja Sachverständiger für biologische Spuren, das berührt sich kaum. Also ich kann das jetzt nur mal so ein bisschen andeuten. Also bei Rechtsmedizin brauchst du eine medizinische Ausbildung. In Deutschland bist du dann Fachärztin für Rechtsmedizin. Da musst du noch 5 Jahre nachdem du das Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen hast, noch 5 Jahre eine Zusatzausbildung machen. Also da sagen wir mal, das Medizinstudium, was weiß ich, dauert
8 Jahre oder so und dann machst du noch eine Doktorarbeit, dann vielleicht noch bei den Medizinern dauert das ja nicht lange, also sagen wir mal 8,5 oder 9 Jahre oder so. Und dann musst du noch auf jeden Fall, dann bist du bei 14 Jahre oder so. Das ist bei der Rechtsmedizin. Dann, da solltest du dich halt gut, finde ich, auskennen, auch mit seltsamen, randständigen Sachen, wie zum Beispiel autoerotischen Unfällen, also wenn Leute sich bei sexuellen Dingen töten, körperliche besondere Erscheinungen, Narbenmuster, die Leute aus bestimmten Regionen der Welt manchmal haben oder Jugendsubkulturen, die kommen und gehen. Also da solltest du auch so ein bisschen an den Tellerrand gucken. Das machen nicht alle, aber das, ich finde, das macht Spaß und aber ich bin kein Rechtsmediziner. Also das wäre so nur jetzt mal so ein Staubkörnchen da aus deren Welt. Dann, ach so, und du kannst natürlich Sondereinsätze machen, Massengräber untersuchen und sowas. Das ist Genozide, das ist auch sehr, sehr, sehr interessant. Dann forensische Anthropologie, das ist eigentlich, gibt es das gar nicht richtig. Also die, also ich persönlich, ich kenne eigentlich nur einen Mann, der ist aber Rechtsmediziner und macht forensische Anthropologie. Ne, zwei, die sind Fachärzte für Rechtsmedizin und eine Frau, die macht nichts anderes, die ist auch Biologin. Und die machen ehrlich gesagt hauptsächlich so von Fotos. Die gucken, ob auf Fotos, wenn jemand fotografiert wurde von der Überwachungskamera, vom Blitzer beim Auto, wenn die Leute zu schnell fahren. Dann gucken die, ob das auch die Personen sind und so. Und die, es gibt auch Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen, die sich in das Fach super reinfuchsen, ohne forensische Anthropologen zu sein. Die können dann zum Beispiel Tierknochen und Menschenknochen sehr gut unterscheiden, weil im Wald werden natürlich dauernd Tierknochen gefunden, aber leider manchmal auch Menschenknochen. Also da das, da so das als mini kleines Schlaglicht, da solltest du also, wenn du forensische Anthropologie machst, wirklich, ja, überlegen, was dich da überhaupt interessiert. Ne? Gesichtsrekonstruktionen zum Beispiel, die werden halt sehr selten nachgefragt. Und dann in meinem Bereich kann ich dir jetzt auch nur aus meinem Sachverständigenbereich sagen, da ist es am wichtigsten, dass du super neugierig bleibst und wir haben ja nur Leute, die kein Geld haben. Also bei uns kommen seit 25 Jahren nur Leute an, die kein Geld haben. Und das macht außer mir keiner. Das heißt, ich bin so der Krümelaufsammler und da müsstest du dir zum Beispiel überlegen, ob du dazu Lust hast. Die Studierenden haben da keinen Bock zu. Also alle Studierenden sagen, nee, also hier, ne, das kannst du mal schön. Und selbst meine Kollegen und Kolleginnen, die naturwissenschaftliche Sachverständige sind, die öffentlich bestellten vereidigt sind, die sagen auch, Marc, also auf gar keinen Fall. Das ist schön, dass du das machst, aber du wirst der Einzige sein und du wirst der Einzige bleiben. Und so ist es auch. Es gibt keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin. Okay, also interessant. Gibt es denn wichtige Unterrichtsfächer, die man für diesen Job braucht? Ja, das kommt darauf an, was du machen willst. Meinst du, also, ja, kann ich dir ja auch wieder für die Bereiche sagen. Also bei Medizin würde ich sagen, kommt es darauf an. Also das Medizinstudium an sich soll ja vielleicht auch mal ein bisschen geändert werden. Es hängt auch vom Land ab. Wo studierst du denn dann? In Belgien oder? Nee, ich bin dann in Deutschland aufgrund der Sprache, weil Wo? in Belgien ist alles auf Französisch und wenn es der größere Teil, deswegen schon in Deutschland studieren gehen. Willst du nicht Französisch lernen? Nee, kein Bock. Nee. Ich lerne seitdem ich 6 Jahre alt bin und kann es nicht. Aber ein bisschen so, ein bisschen Quatsch, also irgendwelchen Quatsch sagen ja wohl schon, so beim Bäcker oder sowas, oder? Ja, so ein paar Wörter kann ich Nicht zu sagen, aber glauben. sonst. Also, Sprachenvielfalt ist schön, das ist, kann ich dir auch empfehlen. Sprachen sind, machen Spaß. Also, Unterrichtsfächer, okay, ich fange mal doch bei mir an. Also, ich würde natürlich naturwissenschaftliche Fächer jetzt gut finden. Aber wenn zum Beispiel jemand auch sehr gut sprechen kann und schreiben kann und lesen kann, zum Beispiel jetzt sich sehr gut ausdrücken kann, ist auch wichtig, weil du sehr viel mit Leuten redest, die keine Schulbildung haben. Also du redest die meiste Zeit mit Leuten, die absolut keinerlei Schulbildung haben oder halt ein paar Jahre in der Schule waren. Und da musst du dich so ausdrücken, dass sie dich wirklich verstehen. Also nicht so wie, wow, ich habe was Geiles gemacht, die Leute finden mich interessant und denken, ich bin schlau. Nein, sondern die haben jedes einzelne Wort genau verstanden und können, wenn sie nach Hause gehen, es genau so auch erklären. Die haben es wirklich verstanden. Also sie saßen nicht da und haben gesagt, boah, voll spannend, sondern die haben jedes Dings gerafft, gehen nach Hause und sagen, hey, Moment mal, das stimmt doch überhaupt nicht. Kommen zurück und sagen so, Moment mal, wir haben sie verstanden. Und dann haben wir erst gemerkt, hier ist eine Glasplatte kaputt gegangen. Das kann ja gar nicht sein, so wie sie das erklärt haben. Also das heißt, Naturwissenschaften ist wichtig. Mathe ist nicht ganz so wichtig, wie man denken könnte, weil da kannst du dir auch Hilfe holen von Statistikern, Statistikerinnen oder je nachdem Biostatistiker oder so. Und ja, wie gesagt, Lesen, Schreiben und sowas, das wird unterbewertet. Das brauchst du nämlich sonst in den Naturwissenschaften nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Leute in Naturwissenschaften, die nicht sehr gut lesen und schreiben können, aber
zumindest nicht so gut wie Leute aus dem Literaturbetrieb oder so. Aber bei uns ist das doch recht wichtig. Dann in forensischer Anthropologie, ja, musst du halt Spaß dran haben, am Bildschirm rumzufrickeln, die ganzen Knochen zu können, dann dich in die Tierknochen reinzufuchsen. Das ist auch sehr aufwendig. Es gibt sehr viele Tierarten, ne? Und die Knochen sind halt auch immer im Wald total verrottet und da hat jemand drauf getreten oder sie sind halt vergraben. Es fehlen ganz oft die Zähne, die man braucht, um die leichter zu bestimmen. Also das ist richtig viel Arbeit. Also da wirst, wenn du wirklich forensische Anthropologin wirst, du wärst die erste, die ich in meinem Leben getroffen habe. Also ich glaube niemals, dass du das machst, ne? Aber wenn du es machst, dann musst du, bis du 75 Jahre alt bist, weiter lernen. Also da wird immer was Verrücktes Neues passieren. Oder auf einmal ist die Leiche einbetoniert, auf einmal liegt sie in einem Ölfass, auf einmal liegt sie in einem Chemikalienfass, auf einmal liegt sie in saurer Erde, auf einmal hängt sie in 7 Meter Höhe, haben wir schon gehabt, in einem Baum. Und da sind natürlich ganz verschiedene Umwelteinflüsse, ne? Oder sie ist zerstückelt, ne? Das hast du auch manchmal und so weiter. Und in der Rechtsmedizin, ja, wie gesagt, da kommt es, sagen wir mal so, ach, es ist eigentlich egal. Eigentlich ist es egal, was für Fächer du hast, wirklich. Weil in die naturwissenschaftlichen Sachen kannst du dich auch reinarbeiten, wenn dich irgendwas Spezielles interessiert. Ich würde sagen, mach, wozu du Bock hast, einfach. Okay. Haben Sie manchmal, vor allem am Anfang Ihres Jobs, komische Bemerkungen bekommen, dass Sie sie nicht ausführen möchten? Wegen dem Beruf, meinst du? Ja, weil zum Beispiel, wenn ich sage, dass ich das nicht werden möchte, gucken Sie mich komisch an und sagen so, das ist doch komisch, weil es ja Leichen sind, so ist ja, aber also, es ist normal, also ich finde es cool. Seit wann hast du dich dann dafür interessiert? So seit 2, 3 Jahren bin Ach ich so, dann. ja. Ja, gut, also sagen wir mal so. Also eine Sache ist, ich meine, das betrifft dich jetzt nicht mehr, weil du so jung bist, aber es gibt halt noch Leute, ältere Leute, die halt irgendwie denken, dass Frauen irgendwie empfindlicher wären oder irgendwie so. Das ist natürlich totaler Bullshit. Es ist genau umgekehrt. Die Männer sind diejenigen, die sich ekeln vor Regenwürmern, Blut und allem anderen. Und Frauen sind viel härter im Nehmen natürlich. Oder Sperma zum Beispiel. Ne? Du brauchst im Kurs, brauchst du nicht anfangen, eine Spermaprobe einem Mann zu geben. Da läuft der schreiend weg. Ne? Weil, so. Und Blut auch. Ne? Das ist da, für Frauen ist das lächerlich, weil die das einmal im Monat sehen und weiß ich nicht, das ist ein Witz, aber sehr viele Männer können das, also die werden richtig bleich im Gesicht und so. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich will nur sagen, das ist so eine Sache, die glaube ich einfach eine Fehlwahrnehmung manchmal ist, dass man denkt, Frauen müssten irgendwie zarter sein oder so. Und das kannst du natürlich heutzutage eh vergessen. Wer dir mit so einer Scheiße ankommt, dann kannst du sagen, komm, ey, geh woanders hin. Und gut, manche Leute denken vielleicht, du hast so eine Phase, das gibt's auch mal, ne? Dass bei Jüngeren, ne, dann denken die, ja, gut, weißt du, letztes Jahr fandst du Judo gut, dann davor fandst du Pferde gut und jetzt findest du halt Leichen gut, komm, ist egal. Das heißt, die nehmen dich nicht ernst, das gibt's auch. Da würde ich sagen, das ist egal, weil da kannst du ja selber beweisen, ob es dich interessiert oder nicht. Dann kannst du sagen, okay, danke für deine Meinung, du nimmst mich nicht ernst, okay. Ist mir aber auch egal. Also ich mache das, also ne, das hat für dich, spielt für dich ja keine Rolle. Und bei mir selber, keine Ahnung, ich glaube, ich kriege sowas gar nicht mit. Also wenn, ich nehme das nicht ernst. Also wenn jemand zu mir sagt, keine Ahnung, das ist doch ekelig oder gruselig oder sonst irgendwas, dann sage ich so, ja, okay, das ist halt deine Meinung. Danke für deine Meinung, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? So, ich persönlich hatte da keine Probleme, aber es kann auch daran liegen, dass ich das einfach nicht wahrnehme. Also ich will damit sagen, andere Leute haben vielleicht sehr viel gesagt, aber ich habe es nicht mitbekommen. Das ist wie bei Tattoos. Wenn Leute sagen, oh, du hast ja Tattoos, dann sage ich, genau, interessant, ich erzähle dir jetzt was drüber, aber in Wirklichkeit wollten die mir sagen, wie scheiße sie das finden, weißt du, aber ich habe es gar nicht gemerkt. Deswegen, keine Ahnung. Also ich habe, wenn es Probleme gab, habe ich sie nicht bemerkt. Okay. Gibt es bei Ihrem Beruf denn Risiken? Also ja, Risiken. Welche denn? Also ja, ob es bei Ihnen welche gibt, wenn ja, Nee, welche Risiken? ich verstehe schon, aber an was denkst du denn so? In welcher Ecke vom Risiko? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so. Überleg doch mal irgendwas. Also, was fällt dir denn ein als erstes?
Ich weiß nicht, wie fertig sein gerade. Ja, kannst du ja nochmal überlegen. Wenn dir was einfällt, können wir es ja gleich nochmal machen. Dann kann ich dir was dazu sagen. Bei der Ausführung von Ihrem Beruf, gibt es da besondere Dinge, worauf man achten muss? Also so besonders? Ja, du musst sehr, also ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, ne? Ist ja jetzt, ne, für die Schule. Du musst wirklich alles fotografieren. Also die wichtigsten Fehler oder die, wie soll man sagen, die verrücktesten oder die schlimmsten oder wie auch immer, Fehler sind die, die du natürlich nicht merkst. Ist ja klar. Weil wenn du sie merkst, kannst du versuchen, noch drüber zu reden oder was zu ändern oder so, aber wenn du sie nicht merkst, so. Das heißt, das Beste ist, wenn du alles filmst und alles fotografierst. Und hinterher irgendwas nicht stimmt, du denkst dir so, hä, sind jetzt hier die Proben vertauscht oder was? Ja, wir hatten nämlich gerade so einen Fall, da wurde bei der Probenentnahme, die haben nicht wir gemacht, hat tatsächlich jemand die Proben vertauscht. Und das hätte eigentlich im Labor auffallen müssen, aber im Labor haben alle gesagt, das war auch nicht unser Labor, dann haben die alle gesagt, ja, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, so, ich sag jetzt mal, so blöd kann ja keiner sein, irgendwie den Mund mit dem Vaginal und Oral und so weiter Abstrich zu vertauschen. Und war aber trotzdem so. Und deswegen, wenn du es filmst, hast du das Problem nicht. Weil du musst es wie für Kinder machen, ne? Notfalls schreibst du auch wirklich mit Druckbuchstaben und nimmst einen farbigen Zettel und machst auf das erste Ding einen gelben Zettel, auf das zweite einen roten Zettel und auf das dritte einen weißen Zettel. Oder wenn du es Hightech machen willst, nimmst du Strichcodes. Oder du diktierst die ganze Zeit und jemand tippt es mit. Oder du nimmst halt dein Handy und stellst es dir irgendwo hin und redest ins Handy rein. Und ob du das brauchst oder nicht, ist egal. Aber wenn Schwierigkeiten auftreten, dann kannst du es prüfen. Und ich kann dir wirklich sagen, nach so langer Zeit, in der ich das mache, die schlimmsten, also auch die Sachen, die schwersten Folgen für Angehörige hatten oder wo es vor Gericht am schief gegangen ist, das waren solche Sachen, wo man gesagt hat, ah nee, nee, das kann jetzt nicht sein. Da brauchen wir gar nicht nachgucken, das kann sowieso nicht sein. Und das war aber dann leider trotzdem so. Also Vertauschungen, Verwechslungen, Namensähnlichkeiten, Schlamperei im Labor, Verschmutzungen, dass Dinge ähnlich benannt wurden. Zum Beispiel sagen die Leute in Baden-Württemberg, sagen die zu Fliegen, zu Schmeißfliegen, sagen die Mugge. So, wenn du das jetzt hörst oder ich, dann hören wir Mücken. Die haben aber keine Mücken gemeint, sondern die haben Schmeißfliegen gemeint. Das ist was völlig anderes. Und dann hat aber irgendeiner, weil er kein Dialekt aufschreiben wollte, hat er Mücken aufgeschrieben. Und dann sagt jeder, ja gut, das kann ja jetzt nicht falsch sein. Also das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen langweilig an, so als worauf man aufpassen muss auf deine Frage, aber ich finde, es ist die am einfachsten zu beseitigende Fehlerquelle, die die schlimmsten Folgen hat. Okay. Wie sieht Ihr Alltag generell aus? Gibt's Also nicht. Also der gibt's nicht. Immer alles anders. Also zum Beispiel jetzt bei dir hatte ich jetzt Zeit zufällig heute jetzt mittags, ne? Normalerweise hätten wir den Termin in 3 oder 4 Monaten gemacht, wo das für dich viel zu spät gewesen wäre. Es kann jederzeit was reinkommen. Gestern habe ich einen Schädel verschickt, den hat eine Frau ausgebuddelt. Sie denkt, das ist ihr Bruder und sie hat sich Erbsubstanz von dem genetischen Vater beschafft, der aber gar nicht in Deutschland lebt. Der hat irgendwas. So wie, ich sage jetzt mal, eine Briefmarke abgeleckt, wo früher musste man, als sie noch nicht selbstklebend waren, musste man die ablecken, damit die feucht wurden und geklebt haben. Und ganz komplizierter Fall, ganz traurig auch, weil das war in der DDR, also als noch, es gab ja früher durch Deutschland so eine Mauer und dann in Ostdeutschland, da war die DDR und da haben die dann manchmal Kinder verschwinden lassen, wenn die der Meinung waren, dass die Eltern unsozial oder asozial oder nicht gesellschaftsfähig sind. Und solche Fälle haben wir halt ab und zu. Und dann gehen die halt echt hin und graben ihre Angehörigen aus, 40 Jahre später, schicken uns das. Und dann war das zum Beispiel jetzt in dem Fall so, zum Thema Alltags, das ist jetzt kein, also weil es gibt keinen Alltag, aber das war zum Beispiel mal ein Beispiel, was passiert ist. Dann haben wir rumgefragt in ganz Europa, bis wir ein Labor gefunden haben, die den Zahn gut öffnen konnten, weil das wollte ich nicht hier im Labor machen, weil das, mache ich dann lieber, wo die so super, super saubere Räume haben, also damit da keine Verschmutzungen auftreten können. Die sind normalerweise, mache ich das ist kein Problem, aber bei so ganz alten Spuren mit irgendwelchen Zähnen, wo du auch nur einen hast und so. So, dann haben wir die Kollegin hat gesagt, sie unterstützt uns dabei, dies und das, so, das heißt, dann musst du da hinreisen, dann kostet das Zeit und so.
Und wenn du das nach Gesetz abrechnest, kann die das sowieso nicht zahlen. Das würde dann 25.000 Euro kosten oder so. Wie ich schon sagte, unsere Klienten haben gar kein Geld. Dann haben wir gesagt, na, wie viel Geld haben sie denn? Ne? Also das hätte jetzt rein von den Laborkosten, ohne Personalkosten, hätte das, sagen wir mal, so 5.000 Euro gekostet. Und dann, das wissen wir auch, dass die Leute das nicht haben. Dann hat die gesagt, ja, ehrlich gesagt haben wir gar kein Geld. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie viel ist denn gar kein Geld? 50 Euro, 100 Euro oder so. Und da kam echt nichts mehr. Und das ist leider tatsächlich so, dass wirklich so viele Leute noch nicht mal 50 Euro übrig haben. Und verstehst du, also da haben wir dann haben wir ihr wieder geschrieben, haben gesagt, passen Sie auf, sollen wir eine Spendenaktion machen für Sie, ne? Dann können wir den Fall zwar nicht mehr offiziell annehmen, weil ich kann ja keine Spendenaktion für meine Klienten machen, aber wir können das ja als soziales Projekt machen, ne? Wie werden das damit? Weil ich meine, ich weiß, wie schlimm das ist. Stell dir mal vor, du denkst, dein Bruder lebt vielleicht noch und da ist jemand ganz anderes begraben worden oder irgendwas anderes Schreckliches passiert oder ist umgebracht worden oder so. Und das ist dann Alltag. Also da müssen wir uns mit diesen ganzen sozialen, kulturellen, geschichtlichen Laborsachen, DNA-Sachen, darfst du Schädel mit der Post verschicken. So sieht eine typische Schlaglicht auf unsere Arbeit aus. Aber das ist jeden Tag anders. Okay, cool. Haben Sie denn Spaß an Ihrem Beruf? Ja, also ich habe Spaß am Tüfteln und am Sortieren und am Ordnen. Ach so, das ist übrigens noch eine gute Antwort auf deine Frage. Wenn du also jetzt in der naturwissenschaftlichen Kriminalistik arbeiten willst oder in der forensischen Anthropologie, dann musst du unheimlich gerne sortieren. Wenn du dein Zimmer nicht gerne aufräumst, vergiss es. Wirklich, ganz im Ernst. Also wenn du nicht Spaß daran hast, deine Bücher irgendwie nach irgendeinem System zu ordnen, ja, nach Namen der Autoren und Autorinnen oder deine Dateien, ich meine, man braucht ja heutzutage keine Bücher mehr, aber sagen wir mal, deine Dateien in irgendwie ganz präzise in Ordner, die ordentlich beschriftet sind und so abzulegen, vergiss es, weil das wird dich sonst zu Tode nerven. Also Ordnung kannst du nicht lernen. Also kannst du schon lernen, aber das macht keiner. Das heißt, wenn du jetzt unordentlich bist und nicht sozusagen dir abends im Bett sagst, nee, warte mal, jetzt stehe ich lieber nochmal auf und sortiere lieber nochmal, was auch immer es ist, was du jetzt gerade sortieren würdest, weil dann kann ich ruhig schlafen, sondern lieber sagst, ach nee, komm, das kann ich auch morgen machen. Vergiss es für immer. Werde niemals naturwissenschaftliche Kriminalistin oder forensische Anthropologin oder sowas. Die Grundvoraussetzung ist, dass es dir inneren Frieden geben muss, dass du gerne Sachen sortierst und ordnest und erledigst und abheftest und beschriftest. Und so. Also alles das, was kein normaler Mensch gerne macht. Ne? Ja. Was war deine Frage nochmal? Nur, dass ich jetzt nicht mich ver. ver Ob sie Spaß haben an Ja, ihrem also ich Beruf. habe mörderischen Spaß, weil ich den ganzen Tag sortieren kann. Ja. Man arbeitet ja oft allein oder öfters, aber manchmal aber auch mit anderen Leuten. Ist es dann einfacher für sie alleine zu arbeiten oder? Soll ich dir was sagen? Das hat noch nie jemand gefragt. Jetzt hast du echt einen Preis gewonnen. Ich dachte, ich hätte jede Frage schon gehört, aber die habe ich noch nicht gehört. Warum fragst du das? Weil du gerne alleine oder gerne im Team arbeitest? Ich mag es, so mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, so. So, und damit hast du die nächste gute Voraussetzung für den Beruf. Das ist nämlich tatsächlich so, wie du sagst. Wenn du gerne alleine arbeitest, dann bist du ja gezwungen, deine eigene Spezialisierung zu erkennen und deine eigene Grenze zu erkennen. Sodass du dann sagst, okay, ab hier fuchse ich mich jetzt rein oder frag Kollegen oder Kolleginnen. Und das machen normale Leute im Team nicht. Im Team wird das halt verhandelt und verteilt und da schwimmt das so hin und her. Ne? Ist ja auch richtig so. So soll es ja auch sein im Team. Und das ist bei uns nicht angezeigt, weil, wie du schon gesagt hast, die Leute finden es eh komisch. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Ich hatte mal, als ich in der Zoologie noch war in Köln, habe ich mal einen Käfer gehabt von einem echten Kriminalfall. Das war die einzige Spur, die als biologische Spur vorhanden war. Also kein Sperma, kein Blut, kein Speichel, kein Urin, nichts. Kein Erbrochenes, keine Haare. Nur der Käfer. Und da bin ich zum Kollegen gegangen, habe dem gegeben, hat er gesagt, ja, gucke ich mir an. Also der war Käferspezialist. Der will nichts von Verbrechen hören. Und dann bin ich glaube, 2 Tage später oder so hin, also wirklich, also nicht lange, also so wie, oder 3 Tage. Also, und dann hat er gesagt, ach, den habe ich weggeworfen. Habe ich gesagt, wie bitte? Das ist doch vom Kriminalfall. Und so. Also das Problem ist, normale Leute, also ich habe dann den Müll durchsucht und alles, aber nichts mehr zu machen, war weg. Und normale Menschen wollen nichts mit Kriminalfällen zu tun haben. Das heißt, das Problem bei Teamwork ist, wenn du beim Landeskriminalamt bist, beim Bundeskriminalamt, arbeitest du zum Beispiel in der Abteilung für Erbsubstanz. Dann kannst du nicht anfangen mit Insekten auf einmal oder mit Knochen. Du kannst dann zwar ab und zu mal Knochen untersuchen, aber du wirst dein Leben lang Sachverständige für Erbsubstanz sein. Und da gibt es auch mehr als genug Fälle, ne? Die haben mehr Fälle, als sie jemals bearbeiten können. Wenn du mit Knochen arbeitest, wirst du sehr alleine sein, weil, wie gesagt, das Fach gibt es eigentlich gar nicht.
Da musst du dich halt selber in diese ganzen Gebiete reinfuchsen. Welche Tiere gucke ich mir an? Möchte ich nur in der Region arbeiten? Möchte ich weltweit arbeiten? Da musst du natürlich auch noch ganz andere Tiere kennenlernen. Welche Besonderheiten haben Menschen? Wenn du, zum Beispiel, ich habe einen Kollegen, Lars Krutak, der arbeitet mit Knochen von Menschen, die in Museen gebracht wurden, von sogenannten Indianern, was man so sagt, ne? Also von oder ursprünglichen Einwohnern. Und der versucht rauszukriegen, aus welcher Region, von welchem, sagen wir mal, Stamm nennen wir das, ne? Also von welcher Menschengruppe die stammen, und bringt die zurück, sodass sie die dann beerdigen können, 150 Jahre später. Das ist auch forensische Anthropologie, aber der muss sich sehr viel auskennen, auch mit indigenen Völkern, Tätowierungen, Narbenmustern, örtlichen Gewohnheiten. Begräbt man die Knochen überhaupt oder macht man da was ganz anderes mit? Wie diskutiert man das mit denen, dass das nicht sozusagen geschändet ist, sondern dass sie sich freuen, dass das zurückkommt? Da stehst du allein, ne? Ich meine, unheimlich viele Leute interessieren sich dafür, aber die werden dir nicht helfen, so wie du Hilfe benötigen würdest, ne? Und deswegen muss ich sagen, du musst beides können. Sagen wir mal, du machst jetzt Massengräber, dann musst du natürlich im Team arbeiten, aber streng genommen bist du bist die Expertin und du bist allein. Das ist so. Wenn du allerdings in diesen Teams einmal arbeitest, dann wirst du auch nur entsprechende Arbeit kriegen, die Teamarbeit ist. Das gibt's auch. Also du musst beides können und dann musst du dir überlegen, was dir lieber ist. Beides zusammen ist sehr schwierig. Also besonders wenn du so wie ich freie Sachverständige bist, du bist räumlich, zeitlich und sagen wir mal, wenn du so willst, seelisch, ja, oder wie auch immer du das nennen willst, oder persönlich, bist du eigentlich immer alleine. Und das musst du mögen. Okay. Gibt es vielleicht noch irgendetwas, was Sie mir meiner Klasse zu diesem Job sagen möchten? Was So, machen denn die anderen für Themen in deiner Klasse so? Also für ja, ich Berufe? habe halt so Chemiker, Biologen, sowas halt. Einer hat irgendwas mit Radioaktivität. Ach, seid ihr eine naturwissenschaftliche Schule, oder? Nee, also das ist eine Schule, wo es verschiedene Abteilungen gibt, so Sprachen, dann gibt es Computer, glaube ich, und sowas. Und ich bin halt in der Ach Biochemie-Klasse so. und wird es halt nur darum. Ja, okay, super. Ach so, und das Interview ist jetzt auch für diese Es ist für den Abteilung. Deutschunterricht, aber bei mir möchte halt jeder irgendwas in Richtung Bio und Chemie Ah, okay, ich sozusagen. verstehe. Ja, dann würde ich sagen, ja, kann ich schon was sagen. Also wenn ihr so interessiert seid an Naturwissenschaften und trotzdem jetzt auch Deutsch macht, also das finde ich eine gute Mischung. Das waren meine beiden Leistungskurse, Bio und Deutsch. Also das ist schon mal gut, finde ich. Also persönlich finde ich es gut. Nee, also wenn ihr euch für Naturwissenschaften interessiert, hätte ich zwei, wie soll ich sagen, Tipps oder so, falls euch Tipps interessieren, keine Ahnung. Also erstens, macht, wozu ihr Bock habt und lasst euch von niemandem jemals reinreden. Niemals, egal wer es ist. Der Tag, an dem ihr euch unter Druck setzen lasst und jemand sagt, jetzt zieh doch mal eine Krawatte an, wenn ihr den Job haben willst, überlegt euch mal, ob ihr den Job haben wollt. Überlegt euch, ob ihr also nehmen wir mal an, ihr hasst Krawatten, ja? Nehmen wir mal an, das wäre so. Und jetzt müsst ihr deine Krawatte anziehen, um den Job zu kriegen. Dann ist vielleicht die falsche Grundannahme, dass ihr da nicht hingehört. Dann es ist ja nicht euer Problem, dass die halt alle Leute nur wollen, dass sie bei der Arbeit Krawatten tragen. Dann müsst ihr euch überlegen, okay, dann gibt es für mich nicht was, wo ich besser hinpasse und glücklicher bin. Lasst euch nicht belabern von niemandem auf dem Planeten Erde. Ihr hört den Leuten zu. Hört den Leuten auch offen und freundlich zu. Aber wenn ihr wisst, dass ihr irgendwas Verrücktes, Chemisches, Biologisches, Physikalisches oder sonst was machen wollt, was die anderen vielleicht auch nicht verstehen, oder wenn ihr, ich kann mal ein Beispiel sagen. Einer meiner Studierenden, der ist jetzt Professor für Astrophysik und untersucht schwarze Löcher an der Uni Hawaii. Der war mal kurz beim Studentenkurs dabei, also der ist Physiker eigentlich. Und super. Und ich meine, niemand hat das wahrscheinlich verstanden, als er mal erklärt hat, er interessiert sich für schwarze Löcher, weil jeder denkt, er weiß, was das ist, aber in Wirklichkeit interessiert es natürlich keinen, außer dass es mal Stephen Hawking gab, der hat den Kopf so schief gehalten und eine Muskelerkrankung gehabt, dann sagt man, oh, der ist voll das Genie. Aber wenn du sagst, ja, aber was hat das mit schwarzen Löchern zu tun? Dann sagen alle, ja, also ich finde den total cool. Und dann so, ja, aber wir reden gerade über schwarze Löcher. Können wir jetzt wieder zurück zum Thema kommen? Bleibt bei eurem Thema, lasst euch nicht belabern. Das ist das eine. Und das zweite ist, für diejenigen, die was höher begabt sind, das ist in den Naturwissenschaften ja manchmal so, werdet nicht faul. Die meisten Leute, also die ich gerade bei Höherbegabten erlebt habe, die werden stinkfaul, weil sie halt in der Hälfte der Zeit erledigen können, was normale Menschen erledigen können. Dann suchen die sich den einfachsten Job, den sie kriegen können, und sagen sich, haha, super geil, weil
meine 8 Stunden pro Tag oder 7,5 Stunden pro Tag, das schaffe ich in 3,5 Stunden. Dann habe ich pro Tag schon mal 3,5 Stunden oder so oder 4 Stunden gewonnen, wo ich auf der Arbeit, keine Ahnung, ne, da rumhängen kann. Und dann strengt mich das nicht an. Das heißt, ich gehe super entspannt nach Hause und dann kann ich da auch noch eine ruhige Kugel schieben. Und das finde ich scheiße. Ich finde, wenn ihr schon eine besondere Begabung habt, dann setzt sie auch für irgendwas ein, was Leuten nützt, und dann arbeitet halt doppelt so viel. Weil wenn ihr es in der Hälfte der Zeit schafft, dann könnt ihr auch doppelt so viel arbeiten, weil es strengt euch ja sowieso nicht an. Und dann habt ihr für den Rest der Menschheit und auch für euch selber, habt ihr dann was Schönes geschafft. Das wären meine beiden Ideen oder so. Ja, Dankeschön. Ja, das waren halt alle Fragen, die ich für Sie hatte. Ja, cool. Dann, ja, du kannst das ja dann schneiden und machen, wie du willst. Wann Okay. zeigst du das denn? Also ich muss das bis nächste Woche in der Berufsbeschreibung gemacht haben und das halt dann meine Klasse als so eine Präsentation vorstellen. Hast ja ganz schön was vor. Also wenn es zu lang ist, kannst du es ja auch kürzen und so, ne? Ist ja kein Problem. Gut, also sag Bescheid, wenn du noch irgendwas brauchst. Also ich stelle das ja jetzt ins Netz. Soll ich da warten, bis du es fertig hast? Ja, gut. Ja, dann danke ich dir sehr herzlich und drück dir die Daumen, dass du das machst, wozu du Bock hast. Dankeschön. Gerne. Also, ciao. Tschüss. Tschüss.